Hallo, heute geht es um sprachsensiblen Unterricht. Warum überhaupt sprachsensibler Unterricht? Letztendlich ist die Grundannahme von sprachsensiblem Unterricht, dass Bildungssprache in Kombination mit Bildung der Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe ist. Die ist manchmal versperrt, also hier kein Zutritt, dadurch, dass diejenigen, die die Wissensinhalte in der Bildung vermitteln, eine ethnozentrische Haltung haben und gegebenenfalls ein Nichtvorhandensein der Sprache negativ bewerten, beziehungsweise der Bildungssprache negativ bewerten. Das heißt, sie sind in gewisser Weise mit Vorurteilen, ist die Bewertung mit Vorurteilen eingefärbt, sodass letztendlich der jemandem, der die Bildungssprache nicht beherrscht, der Zutritt zur Gesellschaft verwehrt wird. So, wie können wir das also machen? Bildungssprache im Fachunterricht. Das schauen wir uns jetzt an. Was ist dafür nötig, damit man Schulerfolg ermöglicht und somit Bildungsgerechtigkeit herstellt und damit letztendlich eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht? Was brauchen wir dafür? Zunächst mal eine verständliche Lehrersprache, das Bewusstsein einer Fachsprache, sprachsensiblen Unterricht in unterschiedlichen Methoden, die werden Sie ja kennenlernen. Scaffolding bedeutet Unterstützung im Unterricht durch die Strukturierung von Lernen, durch die Strukturierung von Texten, durch die Strukturierung von Output. Visualisierung von Fachsprache, von Bildungssprache und dazu steht im Zentrum dabei, steht das Leseverstehen und die Textproduktion. Und um diese beiden Themen drehen sich die nächsten beiden Sitzungen. Zunächst einmal beschäftigen wir uns mit dem Leseverstehen. Wie kann ich also im sprachsensiblen Unterricht, im sprachsensiblen Fachunterricht konkret Leseverstehen üben? Was machen wir da zuerst? Die bekannte Lerngegenstandsanalyse. Das heißt, wir schauen uns den Lerngegenstand, will sagen, Ihre Texte an. Dieser Text, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, ist ein Lehrwerkstext oder ein Text auf einem Arbeitsblatt, auf einem Handout, das Sie gestaltet haben. So, wir gehen davon aus, hier findet sich jetzt die Bildungssprache, die die Schüler letztendlich aufnehmen sollen. Was analysieren wir da jetzt? Was ist denn jetzt die Bildungssprache? Das wäre beispielsweise eine komplexe Syntax. Zum Beispiel wären da Relativsätze. Das ist die Nahrung, die und Relativsätze. Dann wird in der Bildungssprache häufig Komposita verwendet. Das ist dann so etwas wie Kraftmesser, wo unterschiedliche Nomen zusammengesetzt werden. Auch werden komplexe Attribute, zum Beispiel verringerte Mengen, verwendet. Dann an einigen Stellen findet man vielleicht sogar auch in naturwissenschaftlichen Texten Metaphern. Das ist wie ein Schiff im Wasser und setzt natürlich voraus, dass ein Schüler die Metapher zunächst mal versteht. Und dazu gehört auch, und daran denken die meisten als erstes, die Vermittlung von Fachbegriffen, aber auch den dazugehörigen Abkürzungen.